So, nachdem die Wahl des Grand Champions, des Second Grand Champions nun abgeschlossen ist, geht es hier auf der Shinkukai jetzt um die Bewertung der Fische der einzelnen Klassen. Also nochmal zum Verständnis, die Koi werden hier in 19 verschiedene Familien eingeteilt. Eine Familie ist zum Beispiel Kohaku, Sanke, Showa, das Ganze. Und dann durch, bis ganz am Schluss stehen die Tanchos. Und jetzt haben wir 12 Früchtegruppen und diese 12 Früchtegruppen, die werden nun in diesen einzelnen Klassen zunächst einmal die ersten, die zweiten und die eineinhalbsten Preise festlegen. Hier haben wir jetzt die Richtergruppe für 12 Bu. Das sind die kleinsten Koi. Sie sehen, hier wird einfach abgestimmt. Zunächst darf immer auch jeder einen Fisch für sich aussuchen, den er persönlich am schönsten findet. Und dann wird ganz normal darüber abgestimmt, wer dann der Gewinner, wer der Zweite ist. Also alleine über die Preisvergabe, da gibt es eigentlich nicht immer nur, also es gibt immer einen ersten Preis, aber bei den zweiten Preisen, da kann es bis zu 5, 6, 7 geben, je nachdem, wie viel Koi in einer Klasse ausgestellt sind. Aber das ist kompliziert, auch die eineinhalbsten Preise, die sogenannten Chiseki-Preise. Das ist auch so ein Thema. Wir hatten schon mal erklärt, das Bewerten der Koi in den Tüten hat einfach den Vorteil, dass die Richter direkt im Überblick die Fische direkt miteinander vergleichen können und da nicht immer meilenweit gehen müssen. Hier haben wir jetzt 15 Bu. Wir haben gerade die Kawari Mono bewertet. Die mit dem grünen Hemd sind übrigens die Helfer. Und der mit dem Tablet in der Hand. Durch. Der mit dem Tablet in der Hand, das sieht man jetzt nicht. Das ist der, wo die Ergebnisse aufschreibt. Also in der Regel, die meisten von den 12 Früchtegruppen haben immer zwei Größen zu bewerten, eine kleine, eine große. Hier sind wir bei den 25 Bu. Auch jeder Richter kriegt eine Mappe, wo sämtliche Fische, die er zu bewerten hat, auch nochmal abgebildet sind. Einfach damit er sich einen Überblick bewahren kann. Das 30 Bu. So. Gehen wir zu den großen Fischen hinter. Also am einfachsten hat man es immer mit den in den großen Größenklassen bei 90 Bu zum Beispiel oder über 90 Bu. Das sind zum Teil nur noch 3-4 Fische ausgestellt. Manchmal gibt es in manchen Klassen möglicherweise ein Beko in der Größe gar nicht. Und da ist man dann durchaus auch mal in einer halben Stunde mit dem Judgment fertig. Jetzt gucken wir mal. Wenn die Ding abgeschlossen ist, die ersten und zweiten Preise, dann werden die Kokugyos noch von den einzelnen Gruppen gemacht, also der beste Fisch einer Größenklasse. Und die Super-Sonderpreise, die klassenübergreifend sind, das machen dann die Gruppen zusammen. Das kommen aber später dazu. はい。2468。はい。2468。はい。2468。はい。23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 68。
Die machen nichts anderes als diese Jungs jetzt werden. Die Gruppe 65 Pro machen gerade Giro Uzuri. Also es ist eine Prozedur, die zieht sich, bis alles fertig ist, bis heute Abend um 5 Uhr ungefähr. Also nicht nur die ersten und zweiten Preise, vor allem die Kokukios dauern nachher relativ lange. Dann ist auch noch Mittagspause zwischendrin. Kabarimono. Jede Gruppe hat auch einen Captain, das ist der Vorsitzende, dem seine Stimme entscheidet im Zweifel, wenn sie die anderen nicht einig werden, stimmen gleich ein. Aber eigentlich gibt es über das Judgment an sich nicht sehr viel mehr zu berichten. Hier ist Omo Sakoda, Präsident der Gruppe, der Präsident, der Vorsitzende, der Captain. Da muss ich mal erklären, um was es geht. Der Schuber hier ist männlich, der Kohaku auch. Wir haben auch in den letzten Jahren immer große Preise gewonnen. Wow, schauen Sie den mal an. Toller Deutschschuber. Jetzt gehen wir zu Agustinus. Which sizes you have to judge? 60 Bu. Only 60 Bu? Yeah. Okay. Also er ist jetzt in einer Gruppe, wo nur 60 Bu bewertet wird. How many pieces are in there? How many pieces are in 60 Bu? Also er sagt gerade, es sind da viele Fische. Das sind die Deutsche, Goschki, Ginrin, Ginrin B, Kabarimono, Kutschaku, Deutsche, Karimoyo, Kurumo, Tancho, Shizui,
die Jury. Da war jetzt zum Beispiel, dass nur einer war. Er muss weiter. Ohne ihn geht hier nichts. Which sizes you have to judge? 70. Only 70? Tony Pittham ist nur ist in der Gruppe, wo nur 70 Kuh gejudged wird. So far, 46 in size 70. So before we decide, see what you think. Okay. Kochima. Hi. Genki? Genki wa nai. Doste? Zigarette? Skye. Er sagt, es geht ihm nicht gut. Er ist müde. Kaputt. Bob, der Baumeister, der einzige mit gelben Gummistiefeln. Hallo. Hallo. Nie. Er muss denen immer sagen, welche, welche Fische aus solchen Becken bewertet werden müssen. Immer Goschki. Goschki. Ja, sehen Sie, hier geht es jetzt gerade um Goschki. Und er sagt dann den aus der Gruppe, da gehen wir mal mit. Der hier. Da die Nummer 212. Also das war jetzt der letzte von den Sechsen, die sie angeschaut haben. Er hat ihnen immer sagen müssen, welchen Becken der nächste Schritt. Ich bin wieder weggescheucht worden. Das Taschenmesser ist dann auch ein guter Freund von Konishi. Und jetzt wird abgestimmt. あれだったら席席があと1本残ってますね。メスだけですね。はい。じゃあ、あの、より方式でしょ。うん。じゃあ、一応候補2本。447と7。447の 740が候補。これを一応候補で。では447の五色がいいと思われました。およ、決定。 Also der oben links hat quasi einstimmig gewonnen. Hi. Der hat den ersten Platz. 740が次。 Der rechts unten hat den zweiten Platz. 順位が3点。 479。479。OK。Hi. Und der dritte Preis. Hat er unten in der Mitte und der unten links, sehen Sie, da gibt es jetzt zwei dritte Preise. Also ich kann Ihnen sagen, wertvoll sind die Preise auf der Shinkokai. Chiseki, das ist der einhalbste Preis, da gibt es nur einen, der erste Preis gibt es nur einen. Von allen anderen Preisen gibt es mitunter mehrere. Ich habe schon gehabt, dass in einer Gruppe 10 zweite Plätze vergeben wurden. Den Sinn konnte mir keiner begreiflich machen. Jetzt gehen Sie zu Hikarimuchi. Ich glaube, Sie haben sich gesehen. Nein, Sie haben sich nicht gesehen. Ich glaube, Sie haben gesehen, wie das Judgment funktioniert. Bob ist übrigens, spricht sehr gut Englisch, er hat in Amerika gelebt und er kommt dann immer in Gruppen. Der rechts ist, glaube ich, Chinesin, spricht Englisch und diese Helfer in den Gruppen werden immer zugeteilt, wo auch ausländische Richter sind.
Das ist jetzt auch so ein Feld in der Gruppe 70 Pu, wo wir gerade sind. Das ist überhaupt 65 Pu. Und da ist in der Hikarimuchi ist nur ein Fisch ausgestellt. Da wird jetzt nur geguckt, ob er noch lebt. Wenn er noch lebt, dann kriegt er den Platz. Deko ist auch nur einer ausgestellt. Also quasi konkurrenzlos werden die zweite Fische den ersten Platz kriegen. Aber es wird dennoch abgestimmt. Es könnte ja sein, dass an dem Fisch betrogen wurde. Dass er nicht in die Größenklasse passt. Oder. Aber solange keine Zweifel bestehen, bekommt er seinen ersten Platz. So, ich würde sagen, das reicht. Das könnten wir jetzt Stunden so weitermachen. Aber schlauer werden sie dadurch auch nicht. Deshalb würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle. Und morgen geht es wieder weiter mit unserem Blog, wie jeden Tag. Der da vorne im roten Hemd, das ist übrigens die Marudo-Koiform. Haben Sie sicherlich schon mal gehört. Und dann kommt hier noch der Herr Ogata. Haben Sie sicher auch schon gehört. Also hier ist gerade das Who is Who der Koi-Welt versammelt. Wenn das Ding jetzt einbricht hier, dann müssen Sie Ihre Fische selber züchten.